herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel der österreichisch-ungarische Ausgleich im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Der österreichisch-ungarische Ausgleich. Die Aufstände von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern und damit einigen Völkern im Kaiserreich Österreich, die ihre nationale Selbstständigkeit erreichen wollten, konnten während der Revolution von 1848 und 1849 von den Habsburgern niedergeschlagen werden. In den Folgejahren nahm die Unzufriedenheit der Bevölkerung weiter zu und neue Aufstände wurden von Seiten der Habsburger befürchtet. Insbesondere nach der österreichischen Niederlage bei der Schlacht bei Königgrätz 1866 im Deutsch-Preußischen Krieg gegen Preußen bestand die Gefahr eines Aufstandes der Ungarn als zweitgrößter Nation der Monarchie gegen die Herrschaft der Habsburger. Um die Einheit der Monarchie und damit eine Loslösung Ungarns von der Habsburger Monarchie verhindern zu können, kam es deshalb 1867 zum sogenannten österreichisch-ungarischen Ausgleich. Die Monarchie wurde in die zwei gleichberechtigten Reichshälften Österreich und Ungarn geteilt. Der Habsburger Franz Josef regierte als eine Person in Personalunion, gleichzeitig als österreichischer Kaiser und österreichischer König diese Doppelmonarchie. Da man sich bei der Grenzziehung teilweise am Fluss Leiter orientierte, sprach man auch von Cisleithanien, das wäre Österreich, und Transleithanien, Ungarn. Die österreichische und ungarische Reichshälfte waren jeweils innenpolitisch unabhängig voneinander und hatten je eine eigene Regierung, Volksvertretung, also Parlament und Verfassung, die die Rechte und Pflichten der Bevölkerung regelten. Unter der Führung des Habsburger-Herrschers trat Österreich-Ungarn nach außen hin geeint, also äußere Einheit, gegenüber anderen Ländern außenpolitisch und mit einer gemeinsamen Armee auf. Der österreichisch-ungarische Ausgleich konnte die Nationalitätenprobleme der Habsburger Monarchie nicht lösen, da zum Beispiel Italiener, Rumänen und slawische Völker wie die Polen, Ukrainer, Tschechen in Böhmen, Kroaten und Slowenen, Serben und Bosniaken mehr Rechte oder gar einen eigenen Nationalstaat forderten. Diese Gegensätze sollten dann zum Entstehen des Ersten Weltkriegs 1914 bis 1918 beitragen und im November 1918 zum Zerfall der Habsburger Monarchie führen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema die Einführung des Wahlrechts und der Menschenrechte in Österreich.